Dann heißt es, Hendrik Wüst ist ein deutscher Politiker der CDU, Christlich-Demokratische Union. Bislang war er vor allem in Nordrhein-Westfalen politisch aktiv. Er wurde im Jahr 2021 zum Vorsitzenden der nordrhein-westfälischen CDU gewählt. Dann steht da, es ist möglich, dass sich seine politische Karriere seit meinem letzten Update weiterentwickelt hat. Ich dachte, die weiß schon was von der Kanzlerkandidatur, aber die hatte noch nicht mal auf dem Schirm, dass sie Ministerpräsident sind. Also, da gibt's. Wahrscheinlich, ne? Also, wir kommen zu diesem Thema, aber bevor wir zu kommen, schauen wir einmal kurz auf die Tech-Cloud, auf die Wortwolke. Ein starker Start, was heißt das ganz konkret für Sie, was sich da geändert hat? Da hat sich nämlich ein bisschen was geändert, denn jetzt steht da Sicherheit und Verlässlichkeit ziemlich weit vorne und die Handlungsfähigkeit ist ein bisschen kleiner geworden. Also mal gespannt, wie sich das bis morgen noch weiterentwickelt. Aber jetzt, in einer Zeit, wo wir noch nicht mal alle Faxgeräte entsorgt haben, da betreten wir jetzt wieder irgendwie Neuland in Sachen künstlicher Intelligenz und wir wollen auch von Ihnen wissen, wo sehen Sie die größten Risiken bei dem Einsatz von künstlicher Intelligenz? Deshalb, bevor wir jetzt mit dem Minister Heil sprechen, der jetzt zugeschaltet ist, wollen wir von Ihnen auch noch mal diese Frage beantwortet wissen. Sie können zwei Antworten geben, wobei den größten Risiken. Das erste Stellenabbau, zwei Intransparenz, drei Diskriminierung, vier Überwachung, fünf Datenmissbrauch, sechs ethische Fragen, sieben rechtliche Fragen. Also sieben Antwortmöglichkeiten, zwei können Sie nennen zur Frage eben künstliche Intelligenz. Und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt über dieses Thema sprechen können mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales. Hubertus Heil ist uns zugeschaltet aus Berlin, hoffe ich jetzt. Vielleicht sehen wir ihn auch schon, weil eben wurde mir gesagt, er ist zugeschaltet. Kann ich eine Anweisung bekommen, ob wir ihn... Da ist er, Herr Heil, da sind Sie doch. Ich habe Sie hier unten noch nicht gesehen. Wunderbar. Es freut uns sehr. Also auf der Kabinettsklausur der Bundesregierung in Meseberg, da hieß es in der beschlossenen Datenstrategie nämlich, wir wollen die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auch für die öffentliche Hand nutzbar machen. Da sind wir gespannt, wie Sie das tun wollen und freuen uns sehr auf Ihre Ausführungen. Herr Heil, Sie haben das Wort. Bitte schön. Ja, liebe Frau Plättner, lieber Ulrich Silberbach, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage bewusst vorweg, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann bei dem, was ich noch bei Hendrik Wüst mit gehört habe, zum Schluss nochmal anknüpfen und sagen, auch ein frohes neues Jahr von mir nach Köln. Ich wäre gern bei Ihnen. Aber auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Beamtenbund und der Tarifunion, die ja einen großen Teil dessen schultern, was unser Land am Laufen hält, gerade in diesen Zeiten von Krisen und von Umbrüchen. Und ich sage das für diejenigen, die zum Beispiel im öffentlichen Bereich, in den Kommunen, in den Ländern, im Bund arbeiten, auch in meinem Geschäftsbereich. Ich glaube, dass viele, die heute hier sind, mitgeholfen haben, das Land durch schwierige Zeiten zu führen. Das betrifft auch Umbrüche und ich bin heute eingeladen, ein bisschen was zu sagen, was künstliche Intelligenz für die Arbeitswelt bedeutet, auch für die öffentliche Verwaltung. Frau Plättner hat das gerade angesprochen. Ich will mal zitieren eine deutsche Tageszeitung, die vor kurzem titelte der kurze Sommer der Liebe zur KI. Gemeint war wohl der Sommer 2023. Wir erinnern uns alle daran, das war der Sommer, in dem viele Schülerinnen und Schüler davon träumten, dass eine Anwendung namens ChatGPT nun alle Hausaufgaben für sie erledigt. Oder der Sommer, in dem eine KI-generierte Software dazu geführt hat, dass ein Bild von Papst Franziskus erschien, der in Pufferjacke, das Bild ging um die Welt. Kurzum, die Zeitung meinte offensichtlich den letzten Sommer, in dem KI das erste Mal für viele, viele Menschen praktisch greifbar war, real wurde. Und damit verbunden auch viele Hoffnungen, viele Fantasien, aber auch Ängste. Wir sind uns alle bewusst, dass künstliche Intelligenz, also die Mischung aus großen Datenmengen, schnellen Rechnerleistungen und Algorithmen, eben keine Sommererscheinung 2023 ist, sondern KI ist gekommen, um zu bleiben und wird in vielerlei Hinsicht tiefgreifende Veränderungen in nahezu allen Bereichen von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen, vor allen Dingen mit Blick auf die Arbeitswelt. Und ich will über beides reden, über die Möglichkeiten, auch die Grenzen und auch die Risiken. Aber ich finde, dass wir erstmal über die Chancen für die Arbeitswelt real reden können. Die Chancen von KI sind nämlich in vielerlei Hinsicht enorm. Das betrifft
die wirtschaftlichen Möglichkeiten für Unternehmen der Privatwirtschaft, für neue Geschäftsmodelle, für mehr Effizienz, für höhere Produktivität. Denn selbst Programmierer überlassen heute oft Routinearbeiten schon der KI, um selbst sich dann produktiveren Dingen zuzuwenden, bei denen menschliche Arbeit unerlässlich ist. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Und natürlich muss unsere Volkswirtschaft, unser Land, unsere Gesellschaft diese Möglichkeiten nutzen und darf im internationalen Wettbewerb nicht runterfallen. Der zweite Vorteil für die Arbeitswelt ist, und den müssen wir nutzen, KI so einzusetzen, dass menschliche Arbeit humaner wird. Ich will zwei Beispiele aus der Praxis nennen, die da ganz augenfällig sind. Es gibt zum Beispiel eine KI, die Schichtdienste im Bahnverkehr so plant, dass es für mehr Sicherheit sorgt. In diesem Bereich geht es darum, dass die KI zum Beispiel auch die notwendigen Ruhepausen für die Kolleginnen und Kollegen mitplant an dieser Stelle und dafür sorgt, dass menschliche Entscheidungen sicherer gefällt werden können und damit auch entstresster. Und um ein Beispiel zu nennen aus dem Bereich Bau, der auch die Arbeitsschutzbehörden betrifft, es gibt bei der BG Bau inzwischen den Einsatz von KI auf Baustellen, um zu identifizieren, wo besonders starke Risiken sind für die Gesundheit von Bauarbeitern und dafür zu sorgen, dass dann eben Kontrollen beispielsweise des Arbeitsschutzes sehr, sehr gezielt in den Bereichen, die gefahrgeneigt sind, einzusetzen. Und der dritte Vorteil, über den wir reden müssen, ist, dass KI uns auch helfen kann und helfen muss bei der Fachkräftesicherung. Denn in vielen Bereichen und Branchen erleben wir schon heute, dass die Demografie am Arbeitsmarkt dazu führen muss, dass wir nicht nur alle inländischen Potenziale nutzen und qualifizierte Zuwanderung brauchen, sondern eben auch, weil die Demografie so heftig ist, dass ab 2025 die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer in Rente gehen, dafür genutzt werden muss, menschliche Arbeit dazu konzentrieren, wo sie möglich ist, den Einsatz von KI so zu nutzen, dass menschliche Arbeit auch vernünftiger eingesetzt werden kann. Um da ein konkretes Beispiel zu nennen, wenn wir an Pflegekräfte denken beispielsweise, kann KI helfen, Pflegekräfte von bürokratischen Aufgaben zu entlasten, zum Beispiel bei der Dokumentation von Patientengesprächen mittels Spracherkennung. So können wir alle wertvolle Zeit gewinnen für das, was Arbeit wertvoll macht und eben auch besser im Kontakt von Mensch zu Mensch. Und das, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, betrifft ganz besonders auch den Einsatz von KI in der öffentlichen Verwaltung. KI muss eingesetzt werden, auch in der öffentlichen Verwaltung. Der Bedarf in Bund, Ländern und Kommunen ist groß, denn Sie wissen das und Herr Silberbach hat das heute ja auch angesprochen. Auch da haben wir damit zu tun, dass wir akut vor der Aufgabe von Arbeits- und Fachkräftesicherung stehen. Und ich will es gleich vorweg sagen, das entlässt den Staat, die öffentliche Verwaltung nicht aus der Verantwortung, auch ein guter Arbeitgeber zu sein für die Beschäftigten in Bund, Ländern und Kommunen. Aber es kann helfen, in vielen Bereichen die menschliche Arbeit da zu konzentrieren, wo sie sinnvoll ist. Gerade bei wiederholten administrativen Aufgaben kann KI da besonders unterstützen. Um auch da ein konkretes Beispiel zu geben, denke zum Beispiel an das automatisierte Analysieren von Studienbescheinigungen für den Antrag zum Kindergeld. Das ist ein ganz konkretes Beispiel dafür, wo man sich wiederholende Tätigkeiten im KI-Einsatz besser einsetzen kann. Gleichzeitig hat die Verwaltung eine besondere Verantwortung beim Einsatz von KI. Denn wir haben zum einen damit zu tun, dass wir mit sehr, sehr sensiblen Daten von Bürgerinnen und Bürgern zu tun. Und klar ist, da wo Menschen zum Beispiel auf Leistungen des Sozialstaates angewiesen sind, da muss ein System auch sicher funktionieren. Das ist eine klassische Frage der Verantwortung. Denn da geht es beispielsweise um existenzielle Fragen, beispielsweise in Krisen- oder Umbruchphasen des Lebens, wie Arbeitslosigkeit oder Renteneintritt. Und deshalb müssen wir alles dafür tun, dass KI eingesetzt werden kann, aber eben, wo immer es geht, fehlerfrei. Deshalb haben wir in unserem Geschäftsbereich als BMAS mit den Vertreterinnen und Vertretern aus 20 Behörden in unserem Geschäftsbereich uns auf Leitlinien für den Einsatz von KI in behördlicher Praxis verständigt. Diese Leitlinien geben sehr, sehr praktische Empfehlungen für den Umgang mit KI. Es geht aber in den Leitlinien eben nicht nur darum, KI-Anwendungen möglichst transparent und nachvollziehbar zu gestalten, denn man muss zum Beispiel immer auch erkennen können, ob man gerade mit einem Menschen zu tun hat in der öffentlichen Verwaltung oder mit KI. Denn Vertrauen ist ganz, ganz wichtig, damit wir nicht zu Widerständen kommen. Der schöne neudeutsche Satz, Trust is a must, also Vertrauen ist die Grundlage, ist ein Hinweis darauf, dass wir aber eben bei allen Chancen, die ich eben beschrieben habe,
auch nicht naiv sein dürfen. Denn diese Chancen sind zwar enorm, aber es bestehen eben auch Risiken. Und deshalb ist klar, der Staat nutzt nicht nur KI, sondern er muss auch die richtigen Rahmenbedingungen dafür setzen. Man muss es auch, kann es auch so formulieren, am Ende des Tages müssen wir dafür sorgen, dass KI den Menschen dient und nicht umgekehrt, denn es gibt große Befürchtungen. Und deshalb werden wir beispielsweise zügig ein Beschäftigtendatengesetz vorlegen, denn im KI-Betrieb darf es nicht zur totalen Überwachung oder Ausbeutung von Beschäftigten kommen. Auch auf europäischer Ebene wird es bald dazu verbindliche Regelungen geben, was den Umgang mit KI betrifft. Das ist die KI-Verordnung, um die es geht. Ich sehe darin einen richtigen Schritt, um die Chancen von KI zu nutzen und gleichzeitig bestehende und nicht von der Hand zu weisende Risiken auch zu minimieren. Aber Gesetze allein reichen nicht. Damit tatsächlich Vertrauen entsteht, brauchen wir nicht nur einen vernünftigen Rechtsrahmen für Unternehmen und Beschäftigte und auch Verwaltung, sondern eben auch die Möglichkeiten, das Ganze mitzugestalten. Die Kollegin KI muss von den Beschäftigten, ob in der Privatwirtschaft oder im öffentlichen Dienst, tatsächlich als Gewinn wahrgenommen werden und nicht als Bedrohung. Denn ohne die Unterstützung von Beschäftigten bleibt KI ein Scheinriese. Und wenn wir gesellschaftliche Widerstände gegen Veränderung und Fortschritt haben, wir erleben das in vielerlei Hinsicht, dann verlieren wir nicht nur Geschwindigkeit, sondern müssen auch aufpassen, dass wir den Fortschritt nicht verpassen. Die Frage ist also, wie entsteht solches Vertrauen? Und ich glaube, es entsteht vor allen Dingen durch konkrete Maßnahmen. Beim Einsatz von KI spielt deshalb auch das Thema Mitbestimmung eine zentrale Rolle. Ob betriebliche Mitbestimmung oder eben auch im Bereich der Personalvertretung. Im Bereich der Betriebsräte haben wir deshalb die Rechte der Betriebsräte gestärkt, sich auch informiert mit dem Einsatz von neuen Technologien zu unterstützen. Und schließlich braucht es auch beim Thema Aufklärung und eben auch gute Beispiele. Beschäftigte müssen von Anfang an einbezogen werden, wenn es um KI im Betrieb geht. Da geht es einerseits darum, dass sie mit KI-Anwendungen souverän umgehen können, auch die notwendige Chance für Weiterbildung haben. Aber es geht eben auch darum, zu verstehen, was Anwendungen machen, damit auch das Gefühl von Kontrolle nicht verloren geht und das Gefühl von Überforderung entsteht. Ich will ein praktisches Beispiel nennen, was wir in diesem Zusammenhang machen. Wir haben mit der Universität Stuttgart und dem Fraunhofer-Institut für Arbeitsforschung zusammen sogenannte KI-Studios als Arbeitsministerium eingerichtet in München und sind auch unterwegs mit einigen Trucks, die jetzt Unternehmen und Verwaltung anfahren, um ganz niedrigschwellig ganz sinnvolle und auch vertrauenswürdige Angebote von KI im eigenen Betrieb zu demonstrieren und auch nachmachen zu können. Ganz handfest zum Beispiel über den Einsatz von KI in gängigen Arbeitsprozessen wie Schichtplanung. Da ist vieles möglich, was einfacher gelingen kann. Es richtet sich aber nicht nur an Unternehmensleitungen, sondern ganz explizit eben auch an die Beschäftigten. Wie gesagt, sowohl im öffentlichen Dienst als auch in der Privatwirtschaft und deren Interessenvertretung. Ich will damit sagen, KI darf nicht einfach zum Top-Down als Orchideenprojekt einer Führung, einer Geschäftsführung oder Geschäftsleitung verkommen, sondern muss im Betrieb tatsächlich auch ankommen. Sie muss miterlebt und mitgestaltet werden, denn dadurch entsteht das, was ich vorhin genannt habe, das notwendige Vertrauen, sich auf diese Veränderung, die ein grundlegender Umbruch ist, auch einzulassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, wir sehen also, KI ist nicht nur ein Sommermärchen aus dem letzten Sommer. KI ist gekommen, um zu bleiben. Und wir müssen schon dafür sorgen, dass die Weichen dafür jetzt auch richtig gestellt werden. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, wenigstens kurz bei Ihnen digital zu Gast zu sein. Ich bin ganz happy, dass das übrigens technisch klappt, denn es wäre ein Treppenwitz, über KI und Digitalisierung zu reden und dann hätte nicht mal die Verbindung nach Köln geklappt. Also es funktioniert noch was in Deutschland. Ich freue mich jetzt auf den Austausch mit Ihnen. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Sie haben es angesprochen, gerade dieses Thema Fachkräftemangel, da würde ich dann ganz gern doch nochmal nachfragen, denn da gibt es ja eine ganze Menge Erwartungen und es gibt auch eine Menge Ängste, die damit verbunden sind. Ist das etwas, wo Sie sagen, das ist dann doch mehr ja, für die jungen Leute, die dann irgendwann mal nachkommen? Oder wie schafft man das, ja, diese Ängste auch zu nehmen? Und wann wird sich die Beschäftigung da ändern im öffentlichen Dienst durch KI?
Ja, schon rasend schnell, glaube ich, weil wir, ich habe es ja vorhin beschrieben, mehrere Trends haben. Wir haben den Trend zur Digitalisierung, dazu gehört künstliche Intelligenz. Auf der anderen Seite haben wir eine Demografie am Arbeitsmarkt. Um das mal in Zahlen zu sagen, bis zum Jahre 2035 hat das Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit berechnet, müssen wir 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte in Deutschland ersetzen. Also wir reden jetzt heute schon über Arbeits- und Fachkräftemangel aufgrund einer guten Entwicklung, weil die Lage am Arbeitsmarkt trotz aller Krisen sehr, sehr positiv ist. Wir hatten noch nie so viele Menschen in Arbeit wie im Moment, 46 Millionen Erwerbstätige. Aber das Problem wird größer, weil ab 2025 die Generation der Babyboomer, also der vor 64 Geborenen, wohlverdient in Ruhestand gehen wird. Und deshalb müssen wir da alle Register ziehen. Das betrifft die Fachkräftesicherung im Inland, es betrifft notwendige qualifizierte Einwanderung, aber es wird auch so sein, dass Digitalisierung, dass KI einen Beitrag leisten muss, menschliche Arbeit da zu konzentrieren, wo sie unerlässlich ist. Also das ist ein Trend, den wir nicht verpassen dürfen, wenn wir die rarer werdende menschliche Arbeitskraft da einsetzen können, wo sie unerlässlich ist. Zum Beispiel im öffentlichen Bereich, da wo der direkte Kontakt von Mensch zu Mensch wichtig ist. Dafür ist eine ganze Menge an Arbeit notwendig. Ich habe es ja vorhin gesagt, wir arbeiten in meinem Geschäftsbereich mit den Leitlinien daran, die Sozialverwaltung zur Digitalisierung und auch auf KI einzusetzen. Das betrifft alle Bereiche, zum Beispiel auch die Bundesagentur für Arbeit, die in vielen Bereichen gar nicht so hinten dran ist. Die haben das Online-Zugangsgesetz ganz vorbildlich auch umgesetzt. Aber jetzt geht es um mehr als Online-Zugang. Es geht perspektivisch auch um die Automatisierung von Prozessen, wo wir Datenschätze, die wir haben, auch einsetzen können. Aber ich sage nochmal, die grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass Vertrauen da ist. Deshalb muss man demonstrieren, wie es funktioniert. Und das ist keine Frage des Alters von Beschäftigten, sondern das gilt für alle Beschäftigten, die das noch erleben werden. Denn die Zukunft ist nicht irgendwann, sondern beginnt jetzt. Okay, dann noch vielleicht eine Frage zur europäischen Ebene. Es gab eine Einigung im Dezember jetzt auf eine Verordnung über die Regulierung von künstlicher Intelligenz. Ist ja auch wichtig. Also was ist das? Wie sehen Sie dieses Ergebnis im Hinblick vom Einfluss von KI auf die Arbeitswelt? Es ist erstmal gut, dass es dazu eine Verständigung gegeben hat zwischen der Ratspräsidentschaft, dem Europäischen Parlament und auch der Kommission. Das ist im Dezember passiert. Wir müssen jetzt als Bundesregierung diese Verhandlungsergebnisse vollständig auch schriftlich vorliegen, sind die noch nicht im Detail auswerten. Allerdings lässt sich jetzt schon sagen, dass der Ansatz ein sehr, sehr vernünftiger ist, nämlich ein risikobasierter. Das heißt, dass KI da reguliert wird, wo es wirklich notwendig ist. Ich mache es mal einem praktischen Beispiel. Ihre und meine Spotify-Liste ist auch eine KI, aber die gehört nicht reguliert. Also da ist Regulierung nicht notwendig. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir das Ganze nicht tot regulieren, sondern tatsächlich die Chancen nutzen. Aber es gibt Bereiche, in denen die Einsatzzwecke tatsächlich auch mit sensiblen Fragen zu tun haben. Das betrifft auch das Arbeitsleben, zum Beispiel die Bewertung von Bewerberinnen und Bewerbern oder die Überwachung von Beschäftigten. Da müssen wir aufpassen, dass die Rechte von Beschäftigten, von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, von Bürgerinnen und Bürgern aus der analogen Welt in dieser Entwicklung nicht unter die Räder kommen. Wenn man ein praktisches Beispiel machen, ein positives, wenn man KI zum Beispiel verstärkt einsetzt bei der Auswahl von Beschäftigten, bei der Rekrutierung, der Sichtung von zum Beispiel von Bewerbungsunterlagen, dann kann das vernünftig eingesetzt dazu führen, dass man die Besten findet. Aber wenn die Datengrundlage falsch ist, dann kann es zu neuen Formen von Diskriminierung führen. Das wäre der falsche Weg. Und ich habe es vorhin auch gesagt, es ist wichtig, dass es auch keine Totalüberwachung von Beschäftigten gibt. Deshalb haben wir darauf gedrungen in den Verhandlungen, dass es auch in der nationalen Umsetzung der KI-Richtlinie die Möglichkeit gibt, für den deutschen Gesetzgeber sehr, sehr genau hinzugucken, wie wir die richtigen Instrumente finden, um das auch umzusetzen. Ich sage es nochmal, bei der Diskriminierung oder beim algorithmischen Management, also beim Einsatz von Personal durch KI, müssen wir gucken, dass Beschäftigtendaten verarbeitet werden können. Das ist ganz klar. Aber dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Beschäftigten dabei nicht unter die Räder kommt. Um es auf einen Nenner zu bringen, KI darf nicht zur totalen Überwachung des Lebens oder des Einsatzes von Beschäftigten führen. Denken Sie beispielsweise an die Frage von Gesundheitsdaten von Beschäftigten. Das kann man heute schon ganz wunderbar machen. Das kann man auch gut einsetzen. Aber es gibt Grenzen, es muss auch Grenzen geben. Darauf ist es zu achten, jetzt in der Umsetzung auch auf diese europäische Verständigung.
Ganz herzlichen Dank, Herr Minister, für diese Ausführungen zur KI. Wir sind gespannt und gespannt, ob das ein bisschen schneller geht als so allgemein mit der Digitalisierung in Deutschland. Also wir sind gespannt darauf. Wir diskutieren das jetzt erstmal hier noch auf dem Panel. Das wünsche ich Ihnen. Alles Gute, schönen Gruß nach Köln und nochmal frohes neues Jahr in taffen Zeiten. Danke für Ihre Arbeit. Ich brauche noch einen Stuhl. Ja, dann nehmen wir das mal als Auftakt, um da etwas weiter zu diskutieren mit Menschen, die sich schon viel länger mit diesem Thema beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass wir drei Experten hier haben, die genau das wissen, wie das funktioniert mit KI und welche Auswirkungen das hat. Ich darf ganz herzlich begrüßen Professor Dr. Peter Paritschek. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums Öffentliche IT am Fraunhofer Fokus-Institut in Berlin. Das ist die Denkfabrik eigentlich für erfolgreiche Digitalisierung des öffentlichen Raumes in Deutschland. Er ist auch Professor für E-Governance an der Donau-Universität Krems und Vorstandsmitglied im Nationalen E-Government-Zentrum und Aufsichtsrat von Digital Service. Sie sehen, das ist echt ein Experte. Die erarbeiten digitale Lösungen für und mit der Bundesverwaltung in Deutschland. Herzlich willkommen, Peter Paritschek. Professor Peter Paritschek, kommen Sie bitte hier nach vorne.